Grüß Gott, Ill. Grüß Gott. Wo geht's denn hin mit dem Koffer? Zum Bahnhof. Wir begleiten Sie. Wir begleiten Sie. Das müsst ihr nicht, wirklich nicht. Es ist nicht der Rede wert. Sie verreisen, Ill? Ich verreise. Wohin denn? Ich weiß nicht. Nach Kalverstadt. Und dann weiter. So, und dann weiter? Nach Australien. Am liebsten. Irgendwie werde ich das Geld schon aufbringen. Nach Australien? Australien? Warum denn? Man kann schließlich nicht immer am gleichen Ort leben. Ja, aus Japan. Nach Australien auswandern, das ist doch lächerlich. Hier ein Plakat. Reist in den Süden. Na und? Besucht die Passionsspiele in Oberammergau. Na und? Man baut. Na und? Und alle habt ihr neue Hosen an. Na und? Immer reicher werdet ihr, immer wohlhabender. Na und? Na und? Sie sehen ja, wie beliebt Sie sind. Das ganze Städtchen begleitet Sie. Als alte Freunde. Als alte Freunde. Das ist Ihr Zug. Nun, Ill, ich wünsche eine gute Reise. Ein schönes weiteres Leben. Es ist soweit. Nun besteigen Sie doch in Gottes Namen den Personenzug nach Kalverstadt. Und viel Glück in Australien. Warum seid ihr alle hier? Macht Platz. Wir haben doch Platz gemacht. Die geht weg. Steigen Sie doch ein. Einer wird mich zurückhalten, wenn ich den Zug besteige. Niemand. Ich weiß es. Es ist höchste Zeit. Besteigen Sie doch endlich den Zug, guter Mann. Einer wird mich zurückhalten. Ich weiß es, einer wird mich zurückhalten. Abfahrt! Sehen Sie? Jetzt ist er Ihnen davongerumpelt. Ich bin verloren. Wo sind die Kinder? Der Junge ist mit dem Wagen. Oh. Ja, wir wollten... Geh sie holen. Ich möchte euch heute Abend alle bei mir haben. Sie müssen entschuldigen, ich habe einige Steinhäger probiert, so zwei oder drei. In Ordnung. Ich bin betrunken, doch bald bin ich nüchtern. Und dann werde ich vielleicht auch zu Ihnen Schuft sagen, wie der Helmesberger eben. Ach, Ill. Was sind wir bloß für Menschen? Die schändliche Milliarde brennt in unseren Herzen. Ich fühle langsam, wie ich zum Mörder werde. Ja, mein Glaube an die Humanität ist machtlos. Ill, reißen Sie sich zusammen. Kämpfen Sie um Ihr Leben. Wenden Sie sich an die Weltöffentlichkeit. Sie haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ich kämpfe nicht mehr. Ja. Sie müssen kämpfen, Ill. Sonst sind Sie verloren und auch wir. Ich sah ein, dass ich kein Recht mehr habe. Kein Recht? Gegenüber dieser verfluchten alten Dame? Gegenüber dieser unanständigen Parodie der Gerechtigkeit? Dieser Erzhure, die ihre Männer vor unseren Augen wechselt, wie ganz schamlos, wie die unsere Seelen einsammelt? Ich bin schließlich schuld daran. Schuld? Ich habe Clara zu dem gemacht, was sie ist. Und mich zu dem, was ich bin. Ein verschmierter, windiger Krämer. Was soll ich tun, Lehrer von Güllen? Den Unschuldigen spielen? Alles ist meine Tat. Die Eunuchen, der Butler, der Sarg, die Milliarde. Ich kann mir nicht mehr helfen. Und auch euch nicht mehr. Ich bin nüchtern.
Auf einmal. Sie haben recht. Vollkommen. Sie sind an allem schuld. Und nun will ich Ihnen etwas sagen, Alfred Ill. Etwas Grundsätzliches. Sie sind ein Schuft und nichts weiter. Und jetzt geben Sie mir noch eine Flasche Steinjäger. Aber bitte. Schreiben Sie sie auf. Fahrt mich in den Konradsweiler Wald. Natürlich, Freddy. Komm, steig ein. Borkenkäfer. Der Baum stirbt ab. Oh, Alfred. Schön, dass ich dich treffe. Suche gerade meinen Wald. Gehört denn der Konradsweiler Wald auch dir? Auch? Setz dich doch. Gern. Ich habe eben von meiner Familie Abschied genommen. Ottilie nimmt einen Kurs für Literatur. Dazu Englisch und Französisch. Siehst du, der Sinn für Ideale ist Ihnen doch noch gekommen. Darf ich dir meinen neunten Gatten vorstellen? Nobelpreisträger. Sehr erfreut. Na komm, Zobi, verneig dich. Er ist besonders reizend, wenn er nicht denkt. Denk mal nicht. Aber Schatzchen. Na komm, zier dich doch nicht. Also bitte. Siehst du, jetzt schaut er doch aus wie ein Diplomat. Er will sich zurückziehen, seine Memoiren verfassen und mein Vermögen verwalten. Gratuliere. Oh, hab ein ungutes Gefühl. Ein Mann hält man sich doch zu Ausstellungszwecken und nicht als Nutzobjekt. Na, geh forschen, Zobby. Die historische Ruine, die findest du dort rechts. Die beiden Eunuchen. Begannen zu schwatzen. Ließ sie nach Hongkong bringen, in eine meiner Opiumhöhlen. Dort können sie rauchen und träumen. Bald wird ihnen der Butler folgen, den werde ich auch nicht mehr nötig haben. Eine Zigarette, Robby, komm. Machst du auch eine Zigarette, Alfred? Ja, sehr gern. Na komm, dann nimm dir auch eine. Komm her und gib uns Feuer. Bitte. Bitte. Oh, die riecht aber gut. In diesem Wald haben wir oft geraucht. Weißt du das noch? Zigaretten, die du bei Mathildchen gekauft oder gestohlen hattest. Hör den Specht. Und der Kuckuck. Soll dir Robby vorspielen auf seiner Gitarre? Ja, bitte. Er spielt gut. Brauch ihn für meine besinnlichen Minuten. Radios und Grammophon, das hasse ich. Im afrikanischen Felsental marschiert ein Bataillon. Dein Lieblingslied. Hab ihm das beigebracht. Komm, spiel. Ich meine, wir hatten ein Kind. Gewiss. War es ein Bub oder ein Mädchen? Mädchen. Was für einen Namen hast du ihm gegeben? Genevieve. Oh, ein schöner Name. Ich sah es nur einmal bei der Geburt. Dann wurde es genommen. Eine Fürsorge. Die Augen? Die waren noch nicht offen. Die Haare? Schwarz, glaube ich. Sind sie wohl oft bei Neugeborenen. Ja, das ist wohl so.
Bei wem ist es gestorben? Bei Leuten. Namen habe ich vergessen. Und woran? Hirnhautentzündung, glaube ich. Ich bekam eine Karte von der Behörde. Bei Todesfall kann man sich auf die verlassen. Ich erzählte dir von unserem Mädchen. Nun erzähl du von mir. Von dir? Wie ich jung war. Als du mich liebtest. Musste dich einmal lange suchen in der Peterschen Scheune. Fand dich in der Droschke in einem bloßen Hemd mit einem langen Strohhalm zwischen den Lippen. Du warst stark und mutig. Hast gegen den Eisenbahner gekämpft, der mir nachstrich. Ich musste dir das Blut aus dem Gesicht wischen mit meinem kleinen Unterrock. Hm. Ballade ist zu Ende. Noch, o Heimat, süß und hold. Kann Robby auch. Ich danke dir für die Kränze, für die Chrysanthemen und Rosen. Machen sich schön auf dem Sarg im Goldenen Apostel. Vornehm. Zwei Zimmer sind schon voll davon. Nun ist es soweit. Wir sitzen zum letzten Mal in unserem alten Wald, voll von Kuckuck und Windesrauschen. Heute Abend versammelt sich die Gemeinde. Man wird mich zum Tode verurteilen und einer wird mich töten. Ich weiß nicht, wer es sein wird und wo es geschehen wird. Ich weiß nur, dass ich ein sinnloses Leben beende. Ich werde dich in deinem Sarg nach Capri bringen. Ließ ein Mausoleum errichten im Park meines Palazzos. Von Zypressen umgeben mit Blick aufs Mittelmeer. Kenne ich nur von Abbildungen. Tiefblau, grandioses Panorama. Dort wirst du bleiben. Ein Toter bei einem Götzenbild aus Stein. Deine Liebe ist gestorben vor vielen Jahren. Meine Liebe konnte nicht sterben. Sie ist was Böses geworden wie ich selber. Bald wird nichts mehr sein als ein toter Geliebter in meiner Erinnerung. Mildes Gespenst in einem zerstörten Gehäuse. Nun ist auch O Heimat süß und hold zu Ende. Da kommt der Nobelpreisträger von seiner Ruine. Nun, Zobby? Ja, frühchristlich, von den Hunnen zerstört. Schade. Ja, sehr schade. Dein Arm? Adieu, Alfred. Adieu, Clara.